Aber gut zu fahren, oder? Wenn man 200 fahren könnte, wäre alles optimal. Weiß doch gar nicht, wie man so schnell fährt. So. Was wollte ich erzählen? Ach ja, genau. Ich war in Zell am See und habe mir so gelbe Schaumstoffdinger geholt. Andere hatten sie leider nicht. Die habe ich jetzt drin. Jetzt verstehe ich noch weniger als mit meinen Otoplastiken, aber immerhin bin ich nicht komplett taub, nachdem ich den Helm abgenommen habe. So. Ach, und die Sonne scheint, ist das herrlich. Sind ja 1A Kurven hier, was kann man da denn alles anstellen? Und es kommt schon wieder der nächste Pass, der ein Sattel ist. Da habt ihr gerade schon das Schild gesehen. Geöffnet ist er immer nur von der vollen Stunde bis 15 Minuten nach der vollen Stunde. Jetzt haben wir 16:05 Uhr. Tja, schaffen wir das noch? 10 Minuten? Schwer zu sagen. Probieren wir es mal. Weil sonst müssen wir nämlich direkt mal eine Dreiviertelstunde warten. Das ist ja ein bisschen scheiße, ja. Komm, gib Gas. Ja, ich bin echt skeptisch, dass das hier zeitlich hinhaut. Könnte vielleicht so gerade noch 3 Minuten. Es sieht nicht gut aus. Ah, da oben ist es. Noch 3 Minuten, 2 Minuten, naja. Nachdem, nach welcher Uhr man jetzt geht. 16:12 Uhr. Nein, nicht bremsen, Mann. Und, wo ist die Ampel? Die Ampel ist rot. Wir haben noch 2 Minuten. Schweinerei. Tja, Leute, jetzt habe ich mich hier bei der Hinfahrt so beeilt. Und wir sind eigentlich auch um 13 Minuten nachher angekommen. Aber die Ampel war trotzdem rot. Tja, weiß auch nicht. Jetzt müssen wir halt erstmal warten.
So ein Käse. Wir sind sowieso schon spät dran, weil wir haben festgestellt, dass in dem Hotel, wo wir sind, der wird pünktlich um 19 Uhr Abend gegessen. Und da sollte man nicht zu spät kommen, aber ich fürchte ja, das werden wir nicht so ganz schaffen. Naja. Habe ich doch platt vergessen, bei der Abfahrt von diesem Sattel, ich weiß ja nicht mehr genau, wie er hieß, die Kamera anzumachen. So ein Elend. Na, mit etwas Glück hat Wildfire Wire was aufgenommen, dann habe ich es entweder vorher schon freigeschickt. Gut, das kommt jetzt. Wenn nichts kommt, tja, schade, dann habe ich dann leider nichts. Im Moment versuchen wir eigentlich nur, möglichst schnell zurückzukommen zum Hotel, weil es ist schon relativ spät. Das ist allerdings gar nicht so einfach, weil der Verkehr hier ist echt nervig. Stau in 500 Metern, sagt das Navi. Gucken wir mal. Geht's eigentlich? Aber schöne Gegend hier. Also gerade da vom Sattel da die Runterfahrt. Wie gesagt, dummerweise tja, nicht gefilmt, aber das war echt. Echt eine ganz lauschige Ecke. Da so Antholz und keine Ahnung, hier ist ein anderes Kopf noch. Da wo auch viel so diese Langlauf- und Biathlon-Wettbewerbe sind, da war das. Leute, Mensch, wir haben es eilig. Kannst ja nicht gescheit überholen, weil auf der Gegenseite sieht es auch nicht viel besser aus. Mach eben, bin im Urlaub, hab keine Zeit. Ja, auf der anderen Seite sieht es auch nicht besser aus.
2 Stunden ist noch zu fahren. Ich meine, ist noch eine ganze Menge, sag ich mal. Du fahr doch. Lohnt sich darf man, 50 bitte. Echt, geh noch durch, echt. Ich könnte jetzt was über Volvo-Fahrer erzählen. Speziell über Fahrer von Volvo-Kombis. Ja, fahren wir halt im ersten Gang. Was soll's. Liebe Hersteller von Navigationsgeräten oder Navigationskartenmaterial, ihr berechnet solche Strecken wie diese mit einer Geschwindigkeit, so wie die Geschwindigkeit erlaubt ist. In diesem Fall 90. Hier kann man aber im Lebtag nicht 90 fahren. Deswegen ist die vorausberechnete Ankunftszeit so falsch wie nur was. Liebe Hersteller von Navigationsgeräten oder Kartenmaterial für Navigationsgeräte, wie bescheuert kann man eigentlich sein? Das kann man doch wirklich algorithmisch erfassen, dass auf einer Straße mit derart viel Kurven so schnell nicht gefahren werden kann. Des Weiteren sammelt ihr, liebe Hersteller von Navigationsgeräten oder Hersteller von Kartenmaterial für Navigationsgeräte, doch massenweise Geschwindigkeitsprofildaten von allen Leuten, die mit einem eurer wundervollen Produkte in der Gegend rumfahren. Das heißt, ihr wisst ganz genau, wie Durchschnittsgeschwindigkeiten auf solch einer Art Strecke typischerweise aussehen. Bitte, bitte, bitte berücksichtigt das doch in der Berechnung eurer prognostizierten Reiseendzeit. Vielen Dank. Weitermachen.